Also da also ist die dritte Gunmark ist mir eigentlich fast safe hier auf der Map. Du hättest es ernst bekommen. Aber mal ohne Witz. Ich habe gestern und vorgestern habe ich den M41 Bulldog gedreimarkt, ne? Und unter anderem noch den Amex CDA, den habe ich dann mit von einem Kumpel noch gedreimarkt. Also den habe ich dabei geholfen, so. Und wir haben auch, wenn ich die ganze Zeit Light Tank gespielt habe, den M41 Bulldog, wir haben ständig Stadtkarten bekommen. Ohne Witz. Ich habe die 3 Mark habe ich auf Ensk, nicht auf Ensk, auf Minsk bekommen. Wir haben keines einziges Mal Prokhorovka, Malinovka. Wir hatten einmal Murobanka. Und das war's. Sonst Minsk, Ensk, Urinberg, den übrigen Shit. Wir haben die ganze Zeit Light Tanks gespielt, seit 2-3 Tagen und im Platoon. Wir haben nie. Ist auf einmal Murobanka, wie gesagt. Haben wir nie offene Maps bekommen. Und dann habe ich da bei dir zugeguckt und ich sehe, wie du Minsk, Minsk, Ensk. Die ganze Zeit, ey. Und hab mir gedacht, läuft genauso wie bei mir. Eigentlich wäre der Type 64 wichtiger jetzt raus, aber da komme ich nicht ran. Steht da wieder einer davor. Der muss sterben, der Type 64 muss sterben, Leute. Okay, da muss er halt sterben. Minsk geht noch mit Lights. Ja, geht noch, gerade so. Deswegen, ich habe ja auf Minsk dann den Scout gedreimarkt, ne? Oh, hier, wichtig, wichtig. Jetzt ist er tot, das ist wichtig. Oh, nice. Wer hat denn das gespottet? Überlegt mir in die Mitte zu fahren und da zu ernten. Das steht da so schlecht. Chat, chat. Ich hoffe, es lohnt sich jetzt. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Bin ich jetzt aufgegangen von da oben oder was? Das kann eigentlich nur von hier sein. Die haben eher zedert. Ja. Ich hoffe, ich muss es jetzt nicht bereuen, dahin gefahren zu sein. So, hoffentlich lohnt sich das jetzt hier. Ach komm. Sollte vielleicht mal aimen lernen. Hier, komm jetzt. Da, der A20 hat mich gespottet, der hinter mir ist im Nacken. So. Ich bin hier zum Ernten, Leute. Ach, gib ihm. Feuer frei, Alter. Und nochmal getrackt. Du gehst nirgendwo hin mit deinem Chino. Der A20 hinter mir, der fährt durch, ne? Das nervt mich schon wieder. Ja, da bin ich auch schon offen von dem. Muss das sein? Der hat meine ganzen Erntepläne zerstört. Ja, ja. Alter, kann er mich circlen? Ist jetzt die Frage. Kann er mich circlen? Ich sag mal nein. Tschüss. Muss das sein? Wie soll ich denn jetzt ernten können? Jetzt geht's weiter. Ja, ja, Arte ist wild. Instant wieder Arte hier. Meine ganzen Erntepläne zerstört. Haus zerstören, weiter geht's. Jetzt haben die trotzdem noch einen ELC-Biss und wir wissen nicht, wo der ist. Und meine ELCs sind schon down. Ja, das stimmt. Ja, auf Minsk, da habe ich schon Runden mit 6.000, 7.000 combined mit einem Light gehabt. Wenn du dich einfach da kannst du dir sau viele Büsche umschmeißen und dann müssen sie dich da erstmal rauspushen, das stimmt. Ja, hier der Chino Kai schmeißt sich weg. Okay, das ist durch. Jetzt werde ich mir wieder einen Camp suchen. Ich sehe nicht, dass wir das noch gewinnen, das Game. Schaut jetzt, der ist dumm, ne? Es steht halt hier safe noch der andere ELC, der nicht gespottet ist. Muss da irgendwo sein. Entweder da in der Buschreihe. Jetzt fahren die wieder los, ne? Jetzt legen die los. Jetzt hat der Chino Kai die alle da reingefeedet. Nein. Oh, wie sie ihm hinterherfahren. Weil er da beschossen wird, das ist so genial, Mann. Feeden die sich alle, da ist der nächste auf. Man hört doch auf, da reinzufahren. Ja, nice. GZ. Ihr kriegt den scheiß ELC nicht auf, Mann. Jetzt geht der Herdentrieb wieder los. Naja, das Game werden wir nicht gewinnen mehr.
Der wird jetzt auch gespottet. Der hat noch weniger Camo als ein Chino-Kai. Muss hier irgendwo der ELC stehen halt. Keine Chance. Ich weiß nicht, warum man da jetzt reinogern muss wieder. Jetzt mache ich noch zwei Schuss, dann habe ich die dritte Gunmark. Wird wieder ein Loose Game werden. Ich stelle mich mal so ein bisschen da, falls da was kommt. Das fährt der Churchill da einfach durch. Das ist eh nichts für mich. Ja, ist bitter. Die haben halt noch ein Light Tank, wir nicht mehr. Ich meine, ich habe zwar eine Schere, aber ich kann auch nicht einen ELC damit outspotten. Na, ist noch, ist es nicht verloren, aber... Jetzt fahr doch zurück mit deinem VK, Mann. Steht halt. Jetzt bin ich selber auf, das war's dann. Ja, der steht halt hier oben irgendwo drin. Keine Chance, Mann. Scheiß ELC da. Steht safe hier, sonst wäre ich da noch nie aufgegangen, Mann. Ich habe keine Lust, da jetzt reinzubleiben, das ist mir zu blöd. Kann überall sein. Der ist so klein. Nein, jetzt Jackson fährt auch rein, oder was? Ja, entweder er steht halt da oben. Oder direkt... Ne, da kann er eigentlich nicht stehen. Er muss da oben sein. Der geht halt auch nicht auf, das... Keine Chance gegen den Biss. Dann haben die noch einen unspotteten AT-8. Da, so ist der AT-8 schon. Ja, viel Spaß. Viel Spaß, den seinen Weakspot zu hitten. Das wird ewig dauern, bis der down geht. Wenn überhaupt. Das ist ein Witz, dieser Weakspot von dem. Ist doch ein scheiß Scherz, oder? Das ist ein scheiß Scherz, der Tank. Mit 220 Heatpen würde ich ihn wegkriegen. Die Frage, wie viel HP hat der Skoda noch? Ja, der nächste, der auch war. Sagt, das ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass der ELC hier irgendwo steht. So, ein Schuss noch und dann habe ich die dritte. Costa, bist du da? Wollen wir dann platonieren? AFK. Jetzt fährt der nächste Idiot rein. Was ist der Even? Ist jetzt drauf dafür. Ist nicht mal eine scheiß Camo drauf auf seinem Panzer? Der war verdammt wichtig. Jetzt muss ich hier aber weg. Alleine kann ich das ja nicht. Full Speed. Okay, Costa, ich habe die dritte Gunmark. Ich kann den AT-8 nicht stoppen und den anderen Shit. Wird jetzt hier. Ich muss zum Peter von Wangen, muss ich. Full Speed und weg. Hoffentlich schaffe ich es noch. Na, da oben war der ELC, wie ich es gesagt habe. Ich kann nur hoffen, dass hier noch nicht schon was kommt. Wenn der M10 nämlich schlau ist, hat er jetzt direkt auf Fullspeed gedrückt und ist durchgefahren.
AT8 ist zu lahm. Ich denke, wenn wir uns da aufstellen, sind wir gut. Die werden jetzt nicht den ganzen Weg wieder. Die werden jetzt 5 Minuten, die müssen jetzt was machen. Ist der offen oder was? Ich hoffe, dass die nicht irgendwie auf die Idee kommen, über die Schiene zu fahren. Fahr doch, bleib doch da, komm her, Mann! Vorstoß einstellen! Zu Befehl! Die kommen doch eh jetzt hier aus dem Wald. Minuten haben sie noch. Wir sehen die Wände hier aus den Bäumen rauskommen. Ich hoffe, dass keiner von denen auf die Idee auch kommt, irgendwie irgendeinen cleveren Move zu machen. Mit einem cleveren Move meine ich wirklich über die Mitte zu fahren. So. Ich denke, die sind irgendwo da hinten. AT8 wird pushen. Ziemlich safe. Frage ist halt, ob wir den down kriegen. Denn das ist der andere auf oder was? Als ob er da jetzt wirklich safe ist, Mann. Jetzt bin ich auch auf, Mann. So dumm, diese Tiere, Mann. Wie kann er sich denn da hinten bitte spotten lassen? Das ist so, der hat nämlich nicht gedoppelbuscht, Mann. Oh, naja, egal. Wir haben die dritte Gunmark. Kann man so dumm sein, einfach nur? Ich verstehe es nicht. Ich habe doch für die gespottet. Die hätten einfach nur einfach was schießen müssen. Naja. Immerhin 2000 Damage noch gemacht.